Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo mit dem Felix. Moinsen. Hallo. So, wir brauchen jetzt Stimmraum. 25 davon. Das da. Das da. Das da. Das ist jetzt eine ganz interessante Frage. Meinst du, ich sollte bei Lagerfeuer kochen darauf gehen, dass wenn mehrere gleichzeitig, dass die beschleunigt sind, dass wir Nein. zwei Tische oder auf einen? Das muss ja dann im gleichen Gebäude, im gleichen Dings sein. Das habe ich immer auch auf eins gemacht. Okay. Gut. So, jetzt mal gucken. Das läuft durch. Problem ist, das Windrad dauert einfach mal 30 Minuten. Ne? Wir können auch von mir aus sofort schlafen, gleich nachdem ich noch einmal von beim Saat reingeschmissen habe. Müssen wir nicht unbedingt. Weil ich denke ja mal, dass wir auch noch gut und gerne was in der Mine zu tun haben. Wa? Ja. Die Frage ist aber, ob ich mit Mine gehen sollte oder nicht darauf gehen sollte, dass wir mehr Felder bekommen. Also zwei Felder muss ich ja noch mindestens terraformen. Die ja, Frage gut, aber der Fragen ich, also ist ich ja, würde sagen, im Moment würde ich es nicht machen. Okay. Ah, das ist der Lagerfeuerbrat, ne? Ah ne, das ist Porridge. Das ist der tolle Brei, Weizenbrei mit den Beeren da. Ja, den brauchen wir dringend. Ja, für die Forschung. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich muss tatsächlich sagen, eine Kohle haben wir echt. Ja, das ist aber auch ein richtiger Glücksfund gewesen, würde ich jetzt mal so ganz vage behaupten. Auf alle Fälle. So, meine Picker ist kaputt. Und dann nehme ich jetzt meine Eisenpicke wieder. Sag mal so, Eisen haben wir auch mehr als genug. Okay, Eisen kannst du nie mehr als genug haben. Aber wir haben ganz gut Zeug. Da hast du recht. Also es lohnt sich auf alle Fälle schon mal.
Was machen wir mit der ganzen Kohle? Ja, verarbeiten hätte ich jetzt gesagt. Die hält ja nicht unendlich, also. Warum nicht? Weil die ja auch einen Brennwert hat und nicht ein, der von 95 Jahren so ist, so. Nicht? Also es sieht zumindest so aus. Gut, die Lagerfeuer haben wir mit 20 voll gemacht. Mit 40 sind wir drin. Oder mit 40. Und guck, wie viel jetzt noch drin sind. Ja, man sollte vielleicht in das gucken, wo du nicht gerade unbedingt das rausgeklaut hast. Okay, du hast aus beiden was rausgeklaut anscheinend. Eventuell. Ich glaube, drei Kohle haben wir verbraten. Das eine hat noch 10 Stunden und das andere 11 Stunden. Ja, wie gesagt, das Ding ist schon nicht schlecht. Kommst du gleich noch mit in die Mine? Ja. Bringst du dann mal einen Stack Dirtrampen mit? Ja. Das wäre mega geil. Sollten vielleicht das Lager da mal wegnehmen, wir sollten da mal eine vernünftige Dirtrampe hochsetzen, wa? Ja, wäre eine Option zumindest. Vielleicht sollte man noch einfach mal meine Katzen schlachten, das wäre auch eine Option, ey. Aufmerksamkeitssüchtig wie sonst was. Das hier. Gute Frage. Ja, guck mal, da kommen wir schon mal gut. Ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, wie das aussieht hier mit dem. Kannst du dich mal ganz unten reinstellen? Ja. Wo war denn das? Ich stehe so weit unten, wie ich komme. Ja, ich muss gerade mal auf die Rückseite rennen. Ja, ich sehe es. Oh, ich muss da eigentlich mal hochkommen irgendwie auf den Berg. Ja, Jump and Run, nicht meine Stärke. Ja, wie kommen wir da auf den Berg hoch? Da bestimmt so, jawohl. So, wo stehst du denn jetzt? Wieso sehe ich dich nicht? Weil du die Namen nicht durch Wände sehen kannst. Oder ich bin zu tief oder zu hoch. Ach so, von da kommen wir. Das heißt, der. Hier wäre das Ding. Map. Oh, du stehst schon fast unter Das könnte eng werden. Weil wenn du jetzt nämlich mal auf die Karte guckst bei dir. Ich hab das schon gesehen. Dann schütte ich einfach ganz aus Versehen das Wasser wieder zu. Na gut.
Ich darf mir doch bestimmt auch mal die Situation von der anderen Seite angucken, oder? Klar. Nö, verboten. Okay. Hier ist nicht mal wenigstens eine Leiter oder so hier hochbauen können, ey. Nö. Kein Ruhm in Inventory. Das muss definitiv hier noch weg. Welche Höhe bist du bei dir? Boah, siehst du überhaupt die Höhe? Steht da unten rechts. Ach da, oh, das ist ja riesengroß. 74, 1, 2, 3, 4 hoch, 78 ungefähr ist die Decke hier. Würde ich jetzt mal so schätzen. Okay. Was los? Passt nicht? Doch, locker. Wir sind 7 oder 8 Blöcke drunter. Ja gut, dann ist doch perfekt. Also erstmal, bis da halt der erste Abfall kommt, dann sind wir halt locker nicht mehr drunter, aber dafür müssen wir halt dann schon bis hier, wo ich gerade rumschwimme. Ja, sehe ich ja nicht. Auf der Karte schon. Ja gut, wir gehen hier immer alle 4 Blöcke ein tiefer, also von daher. Und zudem sind wir auch relativ zentral. Hier ist nämlich eher die Rechtskurve. Also eigentlich müssten wir locker drunter sein. Das heißt, wir kommen sogar unter die Wüste und dann haben wir da noch das Gold. Und der Wüste war, glaube ich, Gold. Gut, dann haben wir ja hier schon mal wieder ein bisschen was geschafft. Selbst beim zweiten Abhang sind wir bei einer Tiefe von 77, also da müssten wir auch noch locker drunter sein, selbst wenn wir da vorbeikommen. Dann ist doch super. Und den letzten Abhang müssten wir ja gar nicht mehr treffen von der Position, egal was wir machen. Das ist sogar noch besser. Ach, du meinst ja gar nicht mehr. Das ist ja dreist. Nö. Wir sind doch jetzt schon wieder 2 Blöcke tiefer gekommen, haben was geholt. Wenn wir es jedes Mal so ein bisschen, nur so ein bisschen machen, dann haben wir ja eigentlich keine Probleme. Einmal das Lager voll machen. Und dann ist gut.
hab jetzt auch mal den linken Weg für uns freigeschaufelt. Okay. Das heißt, wenn wir am Lager links vorbeilaufen, laufen wir jetzt nicht mehr auf eine Steinwand zu. Okay. Dann ist ja gut. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kommt drauf an, was es ist. Was machst du da hinten? Ich trage hier das zwei Blöcke breit offen. Dass man hier theoretisch dann, wenn man ganz interessante Wege baut, sogar nicht mal das Lager verstellen müsste. Das Lager kommt aber weg, weil ich möchte mittig rein. Das war, so ist der Plan. Pläne sind da, um aufgeworfen zu werden. Ne. Du könntest nämlich nochmal einen Stockpile bauen. Ja. Weil der Stockpile müsste dann theoretisch hier oben drauf passen. Theoretisch. Wir müssen den Stockpile hier oben nochmal leer machen. Ja, wenn du mir sagst, welcher von den 17 Stück das ist. Hast du die nicht benannt oder was? Noch nicht. Der Stockpile, wo das Holz drin ist. Aber den machen wir, den machen wir erst leer, wenn wir den zweiten Stockpile haben, weil wir müssen den einen nämlich nochmal um einen versetzen. Wie lange braucht der Stockpile etwa? 2 Minuten war das, ne? In die Richtung, ja. Jetzt noch 50 Sekunden. In welchen Stockpile packst du? Ja, in welches Stockpile packst du die Stockpile? Momentan ist, glaube ich, das einzige Inventar nicht meine Stockpile ausgewählt, sondern der Karren von mir. Also kommt es in gar nichts rein, sondern bleibt im Wagen, in den Tisch drin. Ist das Ding fertig? Ja. Kannst du es mal in den Stockpile packen, wo das Holz drin ist und die Steinziegel? Ja. Ist drin. Genau den. Perfekt. So, dann verschieben wir mal den ganzen Schmarrn hier aus der Stockpile raus. Dann kann die Stockpile nämlich weg und auch da versetzt werden. So, dann passt das. Dann haben wir jetzt zwei tolle Stockpiles oben auf dem Dach. Ja.
Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Warum? Aber warum? Spielverderber. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal. So, tschüss. Tschüss.